Blitzlichtgewitter vor dem Berliner Zoopalast. Bettina Zimmermann zeigte sich mit recht kugelrundem Babybauch und verliebt mit ihrem Kollegen und Lebensgefährten Kai Wiesinger. Alles steht Kopf, heißt der neue Animationsstreifen aus dem Hause Disney Pixar, in dem die beiden Schauspieler die Eltern einer Familie sprechen. Was diesen Film wohl so sehenswert macht? Also ich glaube, dass es Disney Pixar wieder mal gelungen ist, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen, die so gut recherchiert ist, die so nachhaltig wirkt, weil man einfach Charaktere kennenlernt, seine eigenen Emotionen und versteht, wieso ich nicht immer verantwortlich sein kann für alles, was ich fühle. Man möchte es gerne, man möchte die Kontrolle behalten, aber man kann es nicht. Und man kann durch diesen Film, der einen, finde ich, 2 Stunden einfach großartig unterhält, einfach ein bisschen lernen, auch andere Menschen anders wahrzunehmen, anders zu sehen und zu sagen, der ist vielleicht gerade so von seiner Freude geleitet, dass er das Leid bei jemandem anders in dem Moment gar nicht wahrnehmen kann. Oder umgekehrt, jemand hat gerade eine solche Wut, der muss jetzt erst warten, bis die sich wieder ein bisschen regulieren lässt durch die anderen 4 Gefühle in diesem Fall, die dargestellt sind. Und das heißt überhaupt nicht, dass man irgendjemand von seiner Verantwortung freispricht, aber man kann es doch mit einer anderen Perspektive wahrnehmen. Das finde ich ganz großartig. Und es ist schön, dass auch in einer Szene Frauen darin bestätigt werden, dass was Männer wirklich da oben denken. Und also es ist wirklich für jede Altersklasse was dabei. Männer und Frauen sind eben doch grundverschieden.